Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich vom Szenario Nightchat 466 Wien nach Zürich. Servus, Kollege. Ich denke mal, das wird heißen Servus, Kollege. Du fährst heute diesen Nightjet von Bludenz nach Feldkirch. Dort übernimmt ein Kollege. Dieser Zug kommt gerade aus Wien. Viel Spaß. Das Szenario ist aus dem Creators Club. Alle Repaints, die ihr hier seht, auch. Wenn ich dran denke, verlinke ich Szenario und Repaints in der Videobeschreibung. Dort ist dann ein Link, den ihr draufklicken könnt und zum Creators Club weitergeleitet werdet. Wir starten und gucken uns erstmal den Zug an. Genau, das ist unser Zug. Es ist 8 Uhr morgens. Unsere Fahrgäste sind gerade dabei aufzuwachen. Wir haben hier den Vectron als Nightjet in dieser Nightjet-Lackierung. Gibt es ja mittlerweile, glaube ich, tatsächlich in Realität. Und hinten dran auch noch die Nightjet-Wagen. Natürlich nur als Repaint für die Intercity-Wagen, aber genau. So viel dazu. Das Ganze, wie gesagt, aus dem Creators Club. Und wir machen mal die Türen links auf. Es ist früher Morgen, das heißt also, unsere Fahrgäste sind schon ein ganzes Stück hier zusammen mit uns unterwegs gewesen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, behutsam weiterzubringen. PZB und LZB haben wir angeschaltet. Sie verlasse ich aus. Ihr kennt das Spiel. Und dann gehen wir einmal ganz kurz hier rein. Ja, von den Lichtern her passt das soweit. Dann können wir entsprechend die Zugspitzensignale auch einschalten. Schauen kurz, ob die an sind. Jawohl, sind sie. Hervorragend. Dann gehen wir einmal hier wieder zurück. Ja, wobei, hinten wollen wir natürlich auch zweimal rot haben. Hervorragend. Haben wir sehr gut. Tür zu. AFB freigeben. AFB auf 40 erstmal gestellt. Aha, es hat gepfiffen. Es hat gepfiffen. Woher kam gerade dieses Pfeifen? E-Bremskraft erhöhen wir einmal auf die 240. Das passt soweit. Das ist in Ordnung. PCB-Modus O, Bremsart R. Zugbeleuchtung an. Dann würde ich sagen, das hier noch auf schwarz geschaltet. Wir lösen die Bremse und schalten langsam Leistung auf. Erstmal noch bestätigen und dann schalten wir Leistung auf. Signal steht nämlich auf Ausfahrt da hinten, ihr seht's. Und wir bewegen uns, setzen uns in Bewegung. Natürlich ganz langsam. Unsere Fahrgäste liegen vermutlich noch im Bett. Genießen gerade hier diese alpine Aussicht. Hier in unserem Nightjet. So. Einmal in den Führerstand zurückgesprungen, mal gucken, was die Signale sagen. Signale sagen freie Fahrt und dass wir uns befreien können. Das tun wir auch natürlich und gehen mal hoch auf die 60. Bestätigen das Ganze, indem wir einmal hier draufklicken und fahren dann auch die 60 aus. Haben heute einen Zwischenhalt in Feldkirch. Und ansonsten wird das vermutlich eine recht entspannte Fahrt heute. Ja, wir waren schon länger nicht mehr zusammen, glaube ich, auf der S-Bahn Vorarlberg unterwegs. Ehrlicherweise hätte ich noch gerne ein bisschen Bewölkung. So. Und fahren mal wieder hier ganz entspannt Nightjet. Okay, anscheinend dürfen wir nur 60 fahren. Genau, jetzt dürfen wir 140 fahren mittlerweile. Einmal die AFB hoch auf die 140. Leistung nehmen wir zurück. Bestätigen hier einmal. Und jetzt schieben wir langsam wieder Leistung auf, damit
nicht ruckartig angefahren wird, auch wenn das tatsächlich, glaube ich, beim Vectron sowieso nicht passiert, dass er so extrem ruckartig beschleunigt, aber sicher, sicher, die Fahrgastqualität ist gerade bei so einem Nightjet das Wichtigste, dass die Fahrt halbwegs so vonstatten geht, dass man auch dabei entspannen kann, das ist ja der Sinn davon. Die frühmorgendlichen Pendler sind hier schon unterwegs. Ich glaube, der Repad-Ersteller heißt Nitrox oder so ähnlich. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber ist auf jeden Fall auch mit verlinkt in der Videobeschreibung. Ja, schön hier, diese bergige Landschaft immer wieder, muss ich echt sagen. Schon toll. Und da freut man sich dann doch sehr über Salzburg-Rosenheim. Auch da werden wir selbstverständlich mit dem Vectron unterwegs sein, auch wenn das nicht ganz passt. Salzburg-Rosenheim ist, glaube ich, vom Stand her eine Spiegelung des Jahres 2010 ungefähr. Da waren noch keine Vectron-bespannten Züge unterwegs. Damals gab es, glaube ich, den Vectron nämlich noch nicht. Oder maximal vielleicht nur als Idee oder Konzept in irgendeinem Gehirn, aber eben nicht als reale Lok. Aber das wird uns nicht aufhalten, dass wir nicht trotzdem noch den Vectron dort einsetzen werden. Aber umso mehr freue ich mich auch oder vor allen Dingen auf die Baureihe 111. Die werden wir wirklich sehr ausführlich gemeinsam testen und fahren auf allen möglichen Strecken. Die lässt sich auch hervorragend beispielsweise im Ruhrgebiet einsetzen, ne? RE4 auf Wuppertal-Hagen beispielsweise, da fuhr ja noch ganz, ganz lang die 111. So, wir nehmen einmal die Leistung zurück und den Hauptschalter raus. Oh, wir sind hier im falschen Netz, ne? Wir senken einmal den Stromabnehmer, weil eigentlich müssten wir ja hier im österreichischen Netz sein. Dementsprechend wählen wir auch die AT15KV. Stromabnehmer hoch. Und Hauptschalter hinterher. Hervorragend. Na? So. Gut, ist jetzt nicht so schlimm, würde ich behaupten, weil wir haben ja sowohl in Deutschland als auch in Österreich die 15 Kilovolt. Daher wird das jetzt wohl kein Weltuntergang gewesen sein, aber selbstverständlich sollten wir sinnvollerweise das Stromsystem anpassen. Wir fahren jetzt hier Richtung Norden, Richtung Deutschland, hier vorne. Das ist dann Lindau. Wir halten in Feldkirch. Und da enden wir allerdings tatsächlich. Denn der Nightjet fährt dann eben über die Gleise in Richtung Wien und nicht nach Deutschland. Dementsprechend wird das eine vergleichsweise kurze Fahrt werden. Sind jetzt heute nicht allzu lang hier unterwegs, also nicht auf der gesamten Strecke, sondern nur so bis zur Hälfte, Pi mal Daumen. Ah, nicht mal, ne? Das erste Drittel der Strecke. Und dann nimmt der Zug in Realität die Abzweigung, glaube ich, hier über diesen Streckenzweig und fährt dann Richtung Wien weiter. Die
Dementsprechend müssen wir gleich mal einen Screenshot auf jeden Fall noch machen. So, das gefällt mir doch sehr. Hier mit schön dem Bergpanorama im Hintergrund. Und zwar einmal so. Einmal so. Einmal so. Und einmal so. Na. So, einmal von der Seite. Na, ich würde, irgendwie kann man nicht so gut erkennen. Ja, so kann man erkennen, dass es ein Nightchat ist. Hervorragend. Jawohl. Oh ja, das gefällt mir auch. Oh, das ist ein schönes Bild. Ja, ich glaube, das nehme ich als Thumbnail. So. Kilometer noch, dann halten wir an und dort endet dann unsere Fahrt. Einmal hier in die Drohne reingesetzt. Signale zeigen weiterhin Fahrt an. Nee, doch nicht. Das hat uns 60 angezeigt. Gehen wir mal noch ein bisschen weiter in die Bremsstellung rein, bevor uns die PZB eine Zwangsbremsung reindrückt. Zwangsbremsung. Ja. Zwangsbremsung. 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 Zwangsbremsung, Zwangsbremsung, Zwangsbremsung. Es war knapp, es war knapp, möchte ich an dieser Stelle sagen. Zwangsbremsung, Zwangsbremsung, Zwangsbremsung. Ja. Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung. Gut, HL-Druck auf SB-Niveau, Bremse angelegt. Ja, hervorragend. So viel zum Thema Fahrgastkomfort und so, ne? Also irgendwie heute nicht so ganz am Start. Aber so können wir uns wenigstens hier mal ganz kurz am Bahnsteig noch umgucken. Wo sind wir denn hier? In Frastanz. Ein paar Gleise hier. Ansonsten Bergpanorama im Hintergrund. Sehr schön. Hier eine Unterführung, Streugut. Okay, gut. Dann auf geht's. So, wir sind jetzt natürlich in der 45er-Überwachung. Dürfen da jetzt erstmal nicht schneller fahren. Wobei eigentlich... Ja, okay. Tatsächlich schalten wir von alleine Leistung ab. Ja, und jetzt können wir mal hoch auf die 60, die jetzt gleich freigegeben sind, nämlich ab
Hier ab dieser Weiche, die dürfen wir nur mit 60 überqueren. Oder befahren. Signal ist grün, das Vorsignal. Schön, diese kleine Brücke dort. Ja, immer wieder schön diese Strecke. Doch wirklich eine sehr gelungene Strecke meines Erachtens. Schön ausgestaltet. Die Details am Rande sind ordentlich. Die Assets scheinen ja halbwegs gut zu passen. Signalisierung stimmt soweit. Da hat man wirklich seinen Spaß hier. Da kommt man echt auf seine Kosten. So, das Signal müssen wir bestätigen. So 110 ab hier, aber uns wurde langsam Fahrt angekündigt, von daher bleiben wir jetzt bei den 60. Schön langer Zug. So muss das. So 90. Wir gehen mal auf die 80. Ja, wobei, das sieht für mich aus wie eine Ankündigung eines Halters. Gut, das Signal steht noch hinter Feldkirch, das heißt also, wir können jetzt erstmal ganz entspannt rollen lassen. Und wenn, dann versuchen wir es wirklich nur mit der E-Bremse zu bremsen. Hier übrigens das Führerstandslicht an- und ausmachen. Und hier vorne ist Feldkirch. Wir halten an. Ich weiß gar nicht, ob wir am ganzen Bahnsteig dran passen, ehrlicherweise. Und unser Signal, ich glaube, das dauert noch ein ganzes Stück. Wir fahren mal wirklich bis ganz vorne ran. So, das passt. So, hervorragend. Dann einmal die Türen auf. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Das Video endet nämlich hier an dieser Stelle. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.